Hallo und herzlich willkommen zu No Man's Sky. Wir sitzen hier auf unserem Planeten. Genau, hier sind wir gelandet. Das wollen wir uns doch angucken, ne? So. Neue Entdeckung, ein neuer Planet entdeckt. Okay. Ja, können wir später auch noch machen. Also gut. Nicht identifiziertes Mineral. Niveoid. Reines Ferrit. Kohlenstoff. Da brauchen wir dann schon mal wegen was anderes. Oh, was ist denn da? Wo ist denn diese? Sind das diese Drohnen? Diese Drohnen, die einen wegballern? Ich weiß nicht. Da gucken sie uns mal an. Sieht aber nicht so aus, als wäre das ein Trimark Keum. So, die schießt man wieder. So, Kohlenstoff, mehr ist es gar nicht. Na gut, da haben wir noch einen Planeten. Ich weiß nicht, ob wir dort waren. Ist auch cool, diese Stahl ist bestimmt giftig, ne, weil es so grünlich ist. Naja, man weiß es nicht. Was haben wir hier? Nicht identifiziert. Ferritstaub. Geheimet. Können wir mitnehmen. Das ist unten, interessiert mich. Ist das ein Lebewesen? Süßwurzel. Einsammeln. Das war es dann schon gewesen, okay. Nun ja. Machen wir die Dämpfe was aus? Ich weiß es nicht. Müssen wir auch scannen. Lisa Witt. Okay. Ferritstaub. Kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Und Natrium. Okay. Ich müsste sowieso mal gucken. Die Wasserstoffkristalle kennen wir ja schon. Ich glaube, die brauchen wir dann auch, um zu fliegen. L1. Raumschiff. Photonkanone, Deflektorschild, Hyperantrieb, Impulsantrieb. Okay. Alles so, wie es sein soll. Wir fliegen hier mal ein bisschen rum. Eigentlich müssten wir mal unser Raumschiff rufen und schauen, ob es hier auch irgendwelche. Schon geil, ne? Ach so, die bewegen sich ja. Polyaxatum. Zähe Flüssigkeit, okay. Und die Wurzel nehmen wir auch noch mit. Raumschiff steht dort. Wie rufe ich mein Raumschiff? Ich weiß es nicht. Ah ja, hier. Genau, und schon haben wir sie gerufen. Geht auch ganz einfach.
Wollen wir uns mal den Planeten ein wenig aus der Luft anschauen? So. Weil da gibt es doch bestimmt noch irgendwelche. Sowas scannen war. Also das kann da oben drauf landen vielleicht. Machen wir beim nächsten gucken. Ah ja. Der rechte und der linke. Da ist ein Haus. Ein bekanntes Gebäude. Da landen wir auf jeden Fall mal. Wir wollen uns doch die ganzen Gebäude angucken, die es da so gibt. Oh ja. Landesequenz wird eingeleitet. Aussteigen. Okay. Dort müssen wir hin. Was haben wir da Schönes? Durchsuchen. Projektilmunition. Speichern und kartieren. Odysseus-Siedlung. Ja, und die hier müssen wir natürlich auch mal durchsuchen, die ganzen Kisten. Nanit. Die Währung, ne? Okay. Jo, dann wollen wir mal das Gebäude mal näher angucken. Sieht halt aus wie. Das habe ich noch gar nicht. Nicht identifiziert, warum? Oh je, Eli Giorit. Das hier. Das sind Eier, gell? Kann ich gar nicht scannen. Flüsterndes Ei. So. Larvenkern. Na, hoffentlich. Wie kann man die ja verkaufen? Ist das jetzt hingerollt? Na, egal. Hier haben wir nichts. Die Signalquelle, ja, das ist natürlich die Mission. Aber wir wollen da erstmal die ganzen Planeten hier anschauen. Und die ganzen interessanten Sachen hier, da noch ein Ei. Haben wir das nochmal zwei Stück. Wenn ich dann irgendwann mal oben in der, auf einer Raumbasis bin, bei einem Laden, schaue ich mal, ob ich die verkaufen kann. Da sind noch mehr. Ich denke, es reicht jetzt erstmal. Oh ja, hier drin sind noch mehr. Durchsuchen. Verlassenes Gebäude, Einwohner unbekannt. Projektilmunition. Beschädigtes Terminal. Substanzen. Erntematerial. So. Nutzer identifiziert, Terminal jetzt aktiv, Datenprotokoll zur Analyse freigegeben. Es sah so aus, als hätte die Welt eine Wunde, kellrot und am Rand zerfetzt, wie etwas, das einmal gelebt hatte und in Stücke gerissen wurde. Ich hätte wegbleiben sollen. Hätte ich die Luft dieses Planeten atmen können, dann hätte ich wohl einen üblen, fremdartigen Geruch wahrgenommen, aber meine Neugierde konnte ohnehin nichts bremsen. Es sind diese
Ich hätte es in Ruhe lassen sollen, ne? Wahrscheinlich sind es diese Eier, wo da draußen sind. Es wurde etwas hinterlassen, das mir auf meiner Reise helfen wird. Nanit. Okay. Da geht's wieder raus. Da irgendwie rumzuballern macht auch keinen Sinn. Macht auch keinen Sinn, das zu scannen. So. Natrium. Also gut. Es kann jetzt sein, dass es ja nur ein Haus gibt auf diesen Planeten. Das sieht aus wie Höhlen dort, ne? Höhlen sind cool, weil in Höhlen gibt es andere Materialien. Oh ja, das sieht auch gut aus da drinnen. Da gehe ich doch mal gleich mal rein. Gucken wir das Ganze an. Nicht identifizierende Pflanze, okay. Tiere habe ich bisher noch keine gesehen auf dem Planeten. Birdalia. Na, vielleicht auch Bird wie Vogel, ne? Man weiß es nicht. Selber. Birdalia. Kürbis. Nicht identifiziert. Urkelit. Kann das abbauen? Kobalt kriegen wir dafür, okay. Kobalt. Kürbis. Also gut, hier drin gibt es also Pflanzen. Ein Kürbis. Kiloinovia. Kohlenstoff. Sehr geil. Gibt es vielleicht auch noch Tiere hier unten drin? Da mal, ja, ist zwar auch neu hier. Ne, das ist Fauna zwischen den Welten. Flora aufgegeben. Also Flora haben wir jetzt gerade was gefunden. Fauna zwischen den Welten. Keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht gibt es hier ja nur Vögel. Man weiß es nicht. Ich gehe mal tiefer hier rein. Kürbis. Kobalt. Und hier unten ist dann schon Ebbe. Na gut. Wenn das alles war, hier drüben wird wohl dasselbe sein. Oh, was ist denn das hier? Und es liegt Wirbelwürfel. So, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Würfel eingesammelt. Und da hinten. Ja, das ist keine Höhle. Das ist einfach nur so eine. Naja, Höhle ist schon. Oh, da hinten geht es ja noch weiter. Da kommen wir nicht weiter. Das ist zu eng. Ne? Da bräuchte man dann einen anderen. Naja. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Komme ich hier hoch? Ja. Das ist meine strahlende Säule. Schauen wir uns mal weiter um auf dem Planeten. Kann jetzt nicht alles gewesen sein. Scannen.
So. Da hinten haben wir noch einen Planeten. Ich weiß nicht, ob ich auf den schon mal war. Ja, wir wollen keinen Boost haben. Es könnte ja sein, dass wir hier noch was Wichtiges entdecken. Scannen. In welche Richtung fliegen wir eigentlich? Haben wir einen Kompass? Nicht wirklich, ne? Irgendwelche Stränge, die da wegstehen. Was sind das da? Lichter? Ich weiß es nicht. Bisschen Schub geben. Der Planet scheint ja wirklich das ist das da. Gar nichts. Ja, so ist es hier auf dem Planeten. Scheint wirklich sehr karg zu sein. Wir fliegen mal ein Stück. Kann es ja nicht gewesen sein. Wir sehen auch hier auf unserer Karte. Das ist halt wirklich nüsch, ne? So scannen. Ist natürlich auch alles recht groß, muss man sagen. Mal scannen. Da gibt es gar nichts mehr. Vielleicht sollten wir uns mal so einen Planeten anschauen. Den hier. Signalquelle. Hier gibt es eine Signalquelle. Fliegen wir dort halt mal hin, ne? Pulsantrieb. Unentdeckter Planet. Ankunft in 10 Sekunden. So, 3, 2, 1. Suborbitalflug eingeleitet. Bestimmt ein Transporter da unten. Das ist oft so, dass die Signalquellen Udam 54 V5 Also gut. So, Umlandung einzuleiten. Landesequenz wird eingeleitet. Bäume, okay. Hätte ich schon gesagt, hat was Erdähnliches. Aber da sind wir auch noch weit von entfernt.
die Signalquelle. Nicht identifiziert, das, ja, das tun wir mal alles hier scannen. Oder auch nicht, ne? Nicht identifizierte Pflanze. Zielscan aktiv, ja. Sehr seltsam. Aufballern. Kohlenstoff. Nicht identifiziertes Material. So geht es nicht. Analysemodus jetzt. Deswegen. Ihardenit. Okay, brauchen wir aber den fortgeschrittenen Laser. So, dann können wir das nämlich dann auch mal scannen. Oh je. Kustlalasium. Was ist das? Ja. Scannen. Tapchulima. Das ist aber auch Kohlenstoff und das Ding da. Das können wir gar nicht wegballern. Irgendwie nicht. So, hier mal drauf geballert, ne? Wo ist denn jetzt das Signal? Hier scheint es aber auch keine Tiere zu geben. Ituskuit. Okay, dort muss die Ziel sein. Was war jetzt das gewesen? Dort irgendwo findet die Signalquelle. Okay. Das macht ja nichts, wenn es weiter weg ist. Wir können ja unser Schiff rufen. Da lang. Pflanze. Srumoridima. Ah, und hier. Orochnophorum. Gelbes Blut. Helaxinima. Leopardenfrucht. Fleischige Stücke, oder gibt es da noch irgendwie? Naja, wie auch immer. Nahrung anbieten. Mit dem Tier interagieren. Melken. Wilde Milch. Ja, sehr geil. Ja, ich möchte jetzt nichts mehr von dir. Da lang. Da machst du doch. Ist es das hier vielleicht? Ne, zum Ziel dauert es noch ein bisschen. Ziel erfasst, ja.
Die sind auf jeden Fall richtig. Ich habe noch keine Ahnung, was dort sein soll. Ah ja. Finde die Signalquelle. Erst mache ich hier. Das ist eine Quelle. Entfernung 127. Okay. Nicht die Welt. Ah ja, da unten ist so eine Signalquelle. Signal wird festgelegt. Signalquelle lokalisiert. Okay. Was ist das hier? Kann man es einsammeln? Analysieren. Seirit. Ferritstaub, ja, okay. Jetzt gucken wir uns erstmal das Ding hier an. Kaputte Technologie. Die Funken sprühenden Kabel der Maschine erzeugen ein Signal, das die Übertragung ins Nichts ausstrahlt. Wer immer die Nachricht hinterlassen hat, ist schon lange fort. Können wir es entschlüsseln, das Signal? Kein Treibstoff in Station nicht erreicht. Kaum Gefahrenschutz, keine andere Wahl als unterirdischen Basiscomputer eingesetzt. Okay, wir haben Pläne für den Basiscomputer und einen Terra-Manipulator. Okay. Pläne extrahieren. Chromatisches Metall braucht dazu. Das muss man, glaube ich, herstellen. Terra-Manipulator. Kohlenstoff-Nanorohr muss ich herstellen. Okay. Können wir mal schauen. Multiwerkzeug. Terrainmanipulator. Analysevisier, Scanner, Minenlaser. Technologie installieren. Und zwar alle Technologien. Minenlaser. Tarngerät. Ach so, ich bin ja blöd. So muss ich das machen. Alle Komponenten anwenden. Okay. Wellenformfokus, na wie auch immer. Wohnprogramm wird gestartet. Sammle Kupfer. So, Kupfer ist natürlich jetzt mal eine Sache. Kriegen wir hier irgendwo Kupfer her? Gefährliche Flora. Schauen wir uns mal an. Pyritansammlung. Was macht die denn so gefährlich? Sehe ich schon einen Namen? Achso, man ist schon entdeckt. Was ist da hinten? Ist? Da sind oben sind Tiere. Das ist grün. Ein Tester, weiß ich gar nicht. Vielleicht Vögel.
Natrium. Ah. So, sind die Tiere, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Okmiburka. Natrium. Das hier. Testit. Ferritstaub. Chromatisches Metall mal 5. Ferritstaub. Da haben wir irgendwo Natrium. Reines Ferrit. Das hier ist reines Ferrit. So, wo ist jetzt N? N, die Wasserkristallstoffe. Das ist Signal. Pyritansammlung. Oh, das sind wohl gerade Ding eingeschlagen. Oh, was ist das für ein Vogel? Slapklambo. Naja. Wo ich biete Nahrung an. Was bist du für ein komisches Tier? Melken. Wie du dir Milch? Naja, danke. Oh wow, das ist aber ein großes Ding, ha? Was über uns hinwegfliegt. Drei große. Vielleicht ist in der Richtung ja irgendwas. Natrium. Da ist Natrium. Also aber Kupfer sammeln, kein Natrium. Naja, ja. Also die sind jetzt in die Richtung geflogen. Ich hole jetzt mein Fluggerät. Genau. Wir rufen die jetzt. Ich kenne mal. Ja. Okmiburka. Die sind in die Richtung geflogen. Wohnprogramm wird gestartet. Ich brauche auf jeden Fall Kupfer. Was weiß ich, wo ich Kupfer herkriege? Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Da unten ist schon mal ein Gebäude. Da können wir als nächstes hin. Ah ja. Ah, ich kann da landen. Aber ich lande ja auch da drauf. Ich drücke doch wieder so einen Punkt, ne? Oh, sehr schön. Ich habe richtig gut. Richtig gut gemacht. Gehen wir da rein. Struktur betreten. Lokales Handelszentrum. Technologiekaufmann. Pendem heißt er. So, so. Amr, Freund. Ach, Freund haben wir ja schon gelernt, das Wort. Ich möchte gar nichts von dir. Ich möchte genau genommen mal gucken, wo dein Kumpel rumrennt, da hinten. Zu dem wollen wir. Was haben wir hier? Ah,
war die Luft um die Lebensform mit Schnabellicht verdorben. Der Gestank dringt durch meinen Exoanzug und bringt mich zum Würgen. Als der Händler das bemerkt, blickt er auf ein Element, das dabei ist, er bricht die Substanz in Stücke und schluckt sie ohne zu kauen runter. Freund, Gag. Ja, Gag und Freund kennen wir. Er ist ein Gag und ich bin ein Freund. Mit Kohlenstoff danken, mit Metall bedanken. Ja, er weigert sich das Geschenk zu essen. Ja, Gott sei Dank. Hä? Ist das hier? Ja, Kohlenstoff. Also. So viel dazu. Terminal. Wir könnten ein bisschen verkaufen, oder? Ferritstaub. Wir könnten natürlich auch Nachfrage minus 0,8. Mordit ist aber gefragt, ne? Das können wir verkaufen. Reines Ferrit. 74 von 74. Die Wasserstoff, Kohlenstoff. Also gut. Mordit ist gefragt. Gamma-Wurzel, die Wasserstoff, Raumschiff-Inventar, Nachfrage, der Beutelgift will keiner haben. Hab ich gar nichts, naja, egal. So. Dann sind wir eigentlich schon wieder fertig soweit. Wo ist mein... Da ist mein Raumschiff. Ich kann mir das da hinten noch angucken. Das ist nämlich so ein Speicherpunkt. Genau. Wie ihr seht, ist das Nihonsch. Dann lag. Haben wir entdeckt. Navigationsdaten mal 1. Da oben ist das brennt da auch. Das schauen wir uns mal an. Und dann schauen wir mal. Wohnprogramm. Aktiviert den Terrainmanipulator. Ja, ich weiß schon. Fäsium. Ich habe kein Fäsium. Habe ich Fäsium da? So. Nanit erhalten. Ja, was ist das hier? Kautogosa. Naja. Schön. Ich werde mal weiterfliegen. Und dann schauen wir mal im nächsten Teil, was hier noch Schönes zu entdecken gibt. Und dann wünsche ich euch was. Macht's gut.